Großadmiral Dönitz wird hocherfreut sein, wenn ich ihm Meldung mache. Der Führer scheint ja in ganz ausgezeichneter Verfassung. Diese Energie? Ja, in der Tat, das ist erstaunlich. Er ist und bleibt eben der Führer. Dabei gab es noch gestern Gerüchte, er hätte eine Art Nervenzusammenbruch. Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte. Wie man hört, soll ja das V2-Raketenprogramm bald die große Wende bringen. Die Reichweite der neuen Rakete soll ja kolossal sein. Wann ist denn damit zu rechnen? Tut mir leid, ich möchte nicht darüber sprechen. Allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Verstehe. Bitte um Verzeihung. Generalfeldmarschall, der Führer möchte Sie sprechen. Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Noch irgendwelche Fragen? Nein, Mansur. Gut. Also dann, gute Reise.